Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. Ja, hallo Frau Edith Huber, Internistin, Kardiologin vom Ambulatorium Nord in Salzburg. Recht herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns über Risikopatienten in der Zeit des Coronavirus ein bisschen zu quatschen, über Therapiemöglichkeiten und Trainings. Ich würde gern wissen, was so die Intention, was so die Aufgabe von euch jetzt als Ärztin, wie sie die verändert haben mit den neuen Herausforderungen und was ihr genauso macht. Ja, hallo und danke für die Einladung. Ja, wir betreiben seit 2004 eine ambulante kardiologische Rehabilitation, wo wir eben Patienten nach einem Herz-Kreislauf-Ereignis, sei es operativ oder nach einem Stent, Herzinfarkt, betreuen und schon seit längerem eigentlich immer dieses biopsychosoziale Modell leben, wo wir sehr viel Wert darauf legen, dass das Ganze interdisziplinär stattfindet. Nicht nur das Training alleine, sondern das Training wird umrahmt als wichtiger Baustein von psychologischen Gesprächen, von Sozialberaterinnen, von Ernährungsberatung, aber auch eben von guter medizinischer Betreuung im Rahmen von einer idealen medikamentösen Einstellung. Also das Ganze sollte ein Paket sein, um die Patienten wieder für den Alltag fit zu machen, für ihren Beruf fit zu machen, für ihr soziales Miteinander wieder fit zu machen. Jetzt in dieser Zeit ist es natürlich irrsinnig schwierig, weil wir mit den Leuten nicht direkt von Angesicht zu Angesicht sprechen können, sie nicht zu uns herein einladen können, sie nicht direkt betreuen können, weil ja unsere Herz-Kreislauf-Patienten und gerade Bluthochdruck-Patienten die Risikogruppe sind, an diesem Covid zu erkranken. Deswegen haben wir uns einerseits ein Trainingsprogramm überlegt, das nachher einer meiner Mitarbeiter vorstellen wird, um sie zu Hause auch weiter sozusagen in Schwung zu halten. Ich habe eine Videomöglichkeit mit den Leuten Teleordination zu machen, beziehungsweise habe ein Handy, das nur für meine Patienten zur Verfügung steht, wenn sie irgendwelche Wünsche, Anregungen, Beschwerden haben. Diese Zeit ist sehr angstbeladen, darum versuchen wir, die Leute von diesem Stress und dieser Angst zu befreien, indem wir ihnen auch ganz individuelle Tipps geben, indem sie uns erreichen können, indem sie uns anrufen können. Solche Tipps sind zum Beispiel unbedingt die Blutdruckeinstellung, auch wenn jetzt irgendwelche Medikamente in Verruf geraten oder Fake News durch die Gegend geschickt werden. Bitte die Blutdruckeinstellung unbedingt beibehalten. Der Blutdruck ist ein wichtiger Faktor, oder eine gute Blutdruckeinstellung ist ein wichtiger Faktor, dass die Infektion nicht angreift. Ganz egal mit welchen Medikamenten. Bitte bleiben Sie bei Ihrer Medikation und besprechen Sie das mit Ihrem Hausarzt, mit Ihren Internisten oder gegebenenfalls auch mit uns. Halten Sie diesen Abstand ein, den wir jetzt eh alle gewohnt sind. Basteln Sie sich solche Masken, kaufen Sie sich solche Masken, besorgen Sie diese Masken, wir haben welche nähen lassen, die wir mit 60 Grad waschen können, mindestens mit 60 Grad, um nachher nicht immer alles wegwerfen zu müssen, sondern um dahingehend auch nachhaltig zu sein und die Umwelt nicht zu schädigen. Versuchen Sie sowohl im äußeren kleinen Bereich, den Sie sich zu Hause schön herrichten, da Ordnung zu schaffen und wieder sich an den kleinen alltäglichen Dingen zu erfreuen. Positive Motivation ist ganz was Wichtiges für das Immunsystem, dass es das stärkt, auch wenn das jetzt nicht im direkten Kontakt mit den Liebsten sein kann. Habe ich jetzt eigentlich als eine Vertreterin der Non-Digital Generation gelernt, dass jetzt sehr zu genießen, dass ich mit meinem Enkelsohn, der in Wien lebt, auch eben über Skype oder über WhatsApp oder andere Videotelefonien ihn jetzt auch sehen kann.
Das heißt auch Unsere für die Psychologen. Patienten, das heißt wahrscheinlich auch für die Patienten, dass sie neue Wege einschlagen, auch mit dir Videotelefonie, wie du es vorher schon angekündigt hast, machen, um die Abstimmungen für die Medikamente etc. da vorzunehmen, oder? Genau, also die Patienten sind bei uns sowieso angehalten, zum Beispiel selber Blutdruck, Puls zu kontrollieren, ihre Dinge auch aufzuschreiben. Und anhand ihrer Tagebücher kann ich dann schon sehr gute medikamentöse Tipps geben oder sie anhalten, welche Dinge eventuell geändert werden sollten. Ja, was ich auch sehr positiv finde in dieser Zeit jetzt, ich versuche den Patienten auch oder sie zu motivieren, dass sie jetzt diese Krise als Chance nehmen, als Chance neue Rezepte auszuprobieren, das, was sie in unserer Ernährungsschulung gelernt haben, zu Hause direkt umzusetzen. Ja, so ein bisschen jetzt Bärlauchzeit zum Beispiel hinaus ins Freie zu geben, Bärlauch zu pflücken und da sich köstliche Rezepte zurechtzulegen oder sich eben wirklich auch Zeit zu nehmen für Entspannung, Zeit zum Lesen, Zeit für die Ruhe, Zeit einfach, dass sie sich selber auch wieder auf das besinnen, was ihnen wichtig ist und die Dinge, den Dingen einen Platz geben, für die sie eigentlich Platz schaffen möchten. Und darum sehe ich diese Krise wie jede Erkrankung. Sehe ich jede Erkrankung als Chance, seinen Lebensweg ein bisschen einen andere Spezialitäten beziehungsweise eine andere Richtung zu geben oder eine kleine Kurskorrektur vorzubringen. Ja, das sind einmal positive Herangehensweisen, Edith. Ist diese Krise auch eine Chance, den Körper besser kennenzulernen, besser darauf zu hören, was er so macht, was er für Signale sendet? Genau, also das ist auch ganz was Wichtiges, dass unsere Patienten selber eben ihre eigenen Wahrnehmungen erstens schildern, zweitens aufschreiben können und drittens auch dokumentieren beziehungsweise selber dadurch erklären, was passiert mit mir, was spüre ich, wenn der Blutdruck 180 ist, wie fühle ich mich, wenn der Blutdruck 110 ist, wie fühle ich mich bei hohem Puls, wie fühle ich mich, wenn ein Infekt vielleicht ein bisschen kommt, was kann ich tun, wenn das Wetter sehr schnell wechselt, warum bin ich jetzt auf einmal so wetterfühlig. Alle diese Dinge kann man in sich selber spüren und auch kennenlernen und auch erkennen, dass das nicht ist, wenn unbedingt wieder ein neuer Herzinfarkt drohen muss, wenn einmal kurzzeitig irgendwelche Sensationen da sind, die ich bis gewöhnt gewesen bin. Okay. Edith, falls jetzt trotz des informativen Gesprächs noch Fragen auftauchen, wo können Sie die Herz-Kreislauf-Patienten, die zur Risikogruppe jetzt zählen, bei Ihnen melden und unter welcher Nummer oder gibt es Internet oder irgendwelche Chats? Ja, wir haben nach Weihnachten, so, Entschuldigung, wir haben nach Ostern wieder unsere Ordination geöffnet. Natürlich nur gegen Terminvereinbarungen. Das kann man unter der Salzburger Telefonnummer 45 19 00 machen. Ich selber bin über ein Handy erreichbar. Meine Handynummer ist 0664 46 48 185, wo ich über diese Ordinationsnummer auch für Anfragen zur Verfügung stelle. Natürlich ist es für mich schon wichtig, dass ich diese Patienten auch vorher schon gekannt habe, rein nur Patienten, die ich bisher noch nie untersucht habe, von denen ich keine Vorinformationen habe. Das ist immer ein bisschen schwierig, die dann auch adäquat zu beraten und zu betreuen. Okay, Edith, dann sage ich vielen, vielen Dank für das ausführliche und nette Gespräch. Alles Gute, gutes Gelingen mit den neuen Methoden, mit der digitalen Kommunikation, auch mit den Patienten jetzt. Und fit bleiben, gesund bleiben. Dankeschön. Okay, ich passe auf.